Geist, mit dem Heiligen Geist getauft werden, nach Matthäus 3, nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist. Und dann sind wir errettet. Ob wir dann Ja, in einen weißt du, Keller man darf den gehen mit den Leuten ganz Geschwistern kurz, oder ich in ein finde, Hochhaus ja, oder in ein viele, Zelt, das ist dann das Haus, wo wir hingehen, ist dann unwichtig. ja, ich finde, Hauptsache, du bist mit dem Heiligen. viele schreiben auch Bibel lesen, ständig wird darauf hingedeutet, Bibel zu lesen, weißt du, da macht man den Leuten halt auch Druck, weißt du, weil ich lese halt auch oft, dass man die Bibel oder dass man Verständigungsprobleme da hat und dass man da nicht, das, also so vieles nicht versteht, weißt du, und auch Hilfe braucht, auch, sage ich mal, auch Bibel zu lesen und keine Ahnung, und da wird halt hauptsächlich den Leuten so Druck gemacht, Bibel lesen, nein, vielleicht sollte man auch erstmal Gott suchen, ja, und die Wahrheit kennen und nicht den Leuten immer unter Druck setzen, Bibel lesen, Bibel lesen. Hey, Alter, viele verstehen gar keine Bibel. Ich glaube, die Leute, die sagen Bibel lesen, die verstehen die selber nicht. Verstehst du? Sonst wären die ja die größten Prediger geworden. Ja, sowohl als auch, ne? Weißt du? Es gibt Wiedergeborene, die die Und Bibel dieses ständige, verstehen. Reza, bitte, und dieses ständige, ja, von diesem Neugeborenen, Jesus ist Gott, auch wie die sich so auch immer nennen, ja, Jesus ist Gott, davon habe ich auch, ich sage die ganze, für uns Christen ist das eine tausendprozentige, hundertprozentige, wir wissen darüber, wir wissen das, also für uns gibt es nichts anderes, wenn Jesus kein Gott wäre, gäbe es kein Christentum, verstehst du, wenn es keine Auferstehung gäbe, gäbe es kein Christentum, und Es gibt aber viele Gemeinden, die halt die Gottheit deswegen des Herrn verstehe ich Jesus nicht die leugnen. Christen, die ständig sagen, Jesus ist Gott, Jesus Ja, ist Gott. weil Leute, mit viele wem redet ihr? Mit innerhalb der wem redet ihr? Christenheit sich eingeschlichen haben und leugnen die Gottheit des Herrn Jesus. Deswegen wollen wir das Ja. nochmal ganz klar machen, dass der Herr Ja, Jesus Gott aber ist. begibt euch. Ja, aber hängt doch nicht mit solchen Leuten ab. Das ist auch kein gutes Vorbild für uns. Ja. Also kein guter Umgang für uns, ja. Und das ist halt dieses Ständige mit den Muslimen, ja. Weißt du, die provozieren Ja, und euch bei dir ist und das ihr doch nennt euch genauso. schon Du bist so, selber nicht Jesus ist errettet Gott. und sagst, geht in die Kirche. Also, das nützt ja Wer? auch nichts. Was bitte? Wer Du bitte? bist doch Was? selber noch nicht mal errettet und sagst zu den Leuten, die sollen in die Kirche gehen. Das ist auch Quatsch. Ja, ich würde mich freuen. Das ist ja so ungefähr wie bei den Muslimen. Werd doch Muslim, weißt du, damit meine Religion noch bestätigt, also damit ich noch bestätiger bin, weißt du. Das ist auch cool, wenn man hört, ja, jemand ist jetzt gläubig geworden und geht in die Kirche, hat sein Leben verändert, weißt du. Ja, das motiviert einen halt auch, ne? Also sollte man nicht alles direkt verteuflichen. Ja, gut, Deswegen, wir haben jetzt uns also. über alles Sehr lange unterhalten. gesprochen, ne? Ja, War schön, Reza. ja. Ich danke dir dafür. Das war Ja, wirklich, ne, alle Dank dem Herrn Jesus. ja. Ich hoffe nur, dass du Ja. jetzt, ja, dass du noch bewahrt wirst, aber ich habe schon die Befürchtung, dass es das zu spät ist. Aber ich Ja, hoffe, aber dass das nicht zu genau. spät Aber ist. ich wünsche, Reza, aber ich wünsche mir auch, dass es jetzt langsam Frieden zwischen den Muslimen und den Christen gibt. Ja, dass es nicht mehr dieser Krieg, das wird persönlicher Krieg. Ja, lass uns bei den Fakten bleiben. Ja, es gibt gute Aufklärer wie Ami auf YouTube. Ja, auf YouTube, leider nicht auf TikTok. Das kann ich nicht unterstützen, was er hier auf TikTok macht. Aber auf YouTube, das unterstütze ich, diese Aufklärung, nicht persönlich werden. Und das regt mich auch auf, was Muslime hier, wie sie da diese Dawa betreiben und wie sie unsere Religion in den Schmutz ziehen, weißt du? Wir haben Und keine die Bibel, Religion. was? Wir haben keine Religion. Ja, deswegen, lass uns nicht persönlich werden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil du hab immer im Hinterkopf, dass wir Geschwister auf der ganzen Welt haben, denen es halt auch nicht gut geht. Verstehst du? Wir sollten lieber unsere Energie für solche Geschwister verschwenden, als jetzt uns mit dem Bösen zu beschäftigen oder uns dann Ja, auch falls das auf die Geschwister böse sind, die Seite muss zu man auch stellen. erstmal prüfen, Ja, ne? Vielleicht sind die nicht Geschwister, vielleicht sind das Lauwarner. genau. Und Ja. Reza, und Ja. ich finde, du bist ein schlauer Mensch, ja, und du hast halt, also du bist auch, bist ein Mann, jetzt sehe ich so, und du könntest da halt auch mitentscheiden, weißt du, mit beitragen, dass es jetzt wieder einen Frieden gibt.
Weißt du, dass wir nicht gleich reagieren wie die. Wir haben die Wahrheit, Es wir haben geht nicht, es Fakten, geht wir nicht. Der haben, Herr ja, Jesus hat uns aber ja warum werdet ihr gesagt, dass Fleisch wir nicht? Genau das, du abgeschlachtet sagst, das werden, auch geht wenn nicht, wir weil ihr friedlich Fleisch sind. nicht werdet. Aber Nein, ihr werdet Fleisch nicht nein, doch. das hat damit nichts Ihr zu tun. werdet Die nicht geistlich. Muslime Und sind so, wie sie sind. Egal, ob du jetzt friedlich oder sanft mit ihnen umgehst. Sobald du sagst, der Herr Jesus ist Gott und Allah ist nicht Gott, ganz freundlich, sagen die, ey, pass auf, ich mach das die ist ganz Messer. normal. Siehst du? Nein, ja, nein, dieses, wir sollten nicht betteln gegeneinander. Verstehst du? Nein, nicht Kein, mit Betteln. Das hat doch mit Betteln ne? nichts zu tun. Und Du guck mal, und musst sie einfach sagt dir deine ganz ehrlich, Aufgabe es gibt erledigen, was der Herr Jesus dir gegeben hat. Und die Muslime sind so, wie sie sind. Und es wird so ja, und enden. lass, genau, und lass sie so Ob sein, wie du sie sind. friedlich mit Nein, denen nein, nein, umgehst oder nicht, die aber sind wir, so, wie sie sind. ja, Letztens aber hat wir mir ein sollten Moslem doch, das Evangelium verkündet ja, und er aber hat wir mir eine sollten doch, Ohrfeige gegeben. Ich habe ihm ja. ganz, ganz freundlich das Evangelium verkündet und er ist zu mir gekommen, hat mir eine Ohrfeige gegeben. Das ist Lag traurig, es jetzt aber an wir meiner sollten nicht. Freundlichkeit? Wurde ich bestraft, dass ich ihm Aber willst du freundlich? so wie der sein? Willst du so wie Nein, der nein, ich sein? sage ja, das ist unser Weg, das ist unser Schicksal. Egal, Ja, und ob wir das doch. freundlich sind oder nicht freundlich sind, die sind so, wie sie sind. Ja. Und davor hat doch, das hat uns auch Jesus, davor hat uns auch Jesus schon erzählt. Ich kann doch jetzt nicht dagegen kämpfen, dass die Welt sich vom Bösen häufen wird. Davon steht geschrieben. Was soll ich mich jetzt dagegen wehren? Verstehst du, dass Kinder leiden werden, dass Kinder verhungern werden, weil die Welt ungerecht ist? Was soll ich da jetzt einen Krieg führen? Ja. So steht es geschrieben. Verstehst du, ich kann nur dazu beitragen, dass es besser wird, ja, dass es nicht durch mich schlimmer wird. Sondern dass ich da irgendwo helfen soll. Weißt du? Helfen, also Beispiel sein. Ja? Weil ich habe auch oft Leuten gesagt, wie es richtig sein soll. Ja? Aber man hat nie das ging alles so in die Luft. Verstehst du? Aber man soll selber tun, selber machen, besser sein. Ja? Und nicht vom Schlechten abgucken und genauso reagieren. Das hat uns Jesus nicht beigebracht. Als der Johannes der Täufer zum Beispiel die Leute Schlangenbrut bezeichnet hat, war der nicht in Ordnung, der Mann, oder hatte er keine Liebe gehabt, oder wie war das? Aber du bist ja kein Johannes der Täufer. Ja, aber es ist doch derselbe Geist. Der Heilige Geist ist doch derselbe. Hatte Johannes Täufer den Heiligen Geist schon gehabt? Weil der kam ja mit Jesus. Ja, Und der hat ja Jesus ja, verkündet. ja. Hat der Heilige. Natürlich, er war Ja, ein aber das weiß ich Prophet nicht. Frage und dich. Propheten müssen ja den Heiligen Geist haben. Ne? Zwar war er nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist, aber der hat den Heiligen Geist zwischenzeitlich, er kam ja auf ihn und hat ja, ne, gepredigt. Der Herr Jesus selber hat ja die Pharisäer als Teufelskinder bezeichnet. Ihr habt den Teufel zum Vater. Ist das lieblos oder ist das liebevoll? Reza, ganz kurz. Glaubst du echt, dass wenn man einmal gerettet ist, dass wenn man in Jesus jetzt sozusagen neugeboren ist, ja, Ja. dass man nicht mehr verloren gehen kann? Nein, das sagt das Wort Gottes, aber du hast sie ja gelesen. Nein, Du kennst ja die das Stellen. war ja, glaube ich, deine Lehre gewesen, dass man Aber da du nicht kennst mehr ja die ganzen helfen. Stellen, ne, die bezeugen, dass ein Wiedergeborener nicht verloren gehen kann. Kennst du ja, ne? Aber glaubst du, also, was heißt sie, glaubst du? Hast du die Weißt gelesen? du, wir sollten, ja, aber wir sollten nicht miteinander kommunizieren wie Muslime, ne? Wo steht das genau da so drinne? Zeig mir genau so und Weil du so. So, überhaupt keine nein, Ahnung hast also von der bei uns Bibel. ist, Bei dir bitte? ist das ja ganz, ganz schlimm. Du hast null Ahnung. Also man kann dir erzählen, okay, im dritten Buch Timotheus, dritte Timotheus, Kapitel 44, Vers 15 steht, dass die katholische Kirche vom Teufel ist. Okay, also das heißt, wenn Warum man kennst du diesen Vers nicht? als Neugeborener kann man den Heiligen Geist nicht mehr lästern, also kann man. Nein, ein Wiedergeborener ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du kennst ja die Stellen. Epheser 1, Vers Ja. 13, hast du schon gelesen. Ja. Epheser 4, Vers 30, dass wir Ja. versiegelt sind mit dem Heiligen Geist und dass der Heilige Geist bei uns bleibt in Ewigkeit und nicht weggehen wird. Und dann können wir Aber machen du und kennst tun ja die so, ganzen also Stellen.
Doch, ich kenne die ganzen Stellen, weißt du so, aber es klingt für mich ehrlich gesagt nicht logisch, dass wenn ich gerettet bin, dass ich dann auch weiterhin sündigen kann und letztens habe ich auch gehört, morden oder auch töten oder Selbstmord, ganz besonders Selbstmord, das war das Heftigste, was ich gehört habe. Bei uns Christentum, also für alle, ne, ist verboten, strengstens verboten, Selbstmord zu machen. Das gibt's bei auch als Neugeboren oder sonst irgendwas. So, das ist das, also sowas gibt es bei uns Christentum nicht. Das hat man mir als mein Vater als Kleinkind gesagt, ne? Selbstmord ist eine Sünde, Hat eine der Herr ganz große Jesus Sünde. für Selbstmord auch bezahlt oder für alle anderen außer Selbstmord? Für welche Der hat Sünden ja hat für der Herr deine Jesus? Vergangenheit Sünden, der hat für deine Für wie vergangenen viele Sünden Sünden hat der Herr Jesus ge bezahlt? Für alle oder ausnahmsweise nicht für den Selbstmord? für die vergangenen Sünden, nicht für die Nein. zukünftigen. Hat der Herr Jesus auch für die Sünde der Selbstmord bezahlt oder dafür nicht bezahlt? Du kannst keinen Selbstmord machen und dann Buße tun. Du musst Buße getan haben und danach Selbstmord. Und das ist nicht logisch, das ist nicht korrekt, das ist eine Irrlehre. Also ist Das Selbstmord für der Herr Jesus hat nicht für Selbstmord bezahlt. Richtig? Am Du Kreuz. versuchst jetzt mich in so einen Topf, also so in so eine Ecke zu. Ach so, Ja, jetzt verstehe natürlich ich frage dich. ich dich, damit du verstehst, dass du in einer falschen Aber Lehre bist. Reza, Und da musst du siehst du, doch wie du lachst, vorsichtig sein. wenn du Ja, erwischt nein, wirst? Siehst du, nein, wie du tut mir lachst, wenn leid, du das erwischt war jetzt. wirst? Nein, ich rede mit dir wie mit Bruder oder wie mit Freund. Ich will dich echt nicht persönlich angreifen oder sonst irgendwas. Das ist keine Ich Person. versuche Ich will das. dir dann zeigen, Ja. dass du in der Lehre, die du denkst, wo du drin bist, dass die korrekt ist. Die ist nicht korrekt. Hast du gerade gesehen, ein Beispiel, wie ich dich in die Ecke gedrängt habe und du hast es selber Ja. eingesehen, dass das nicht logisch ist. Der Herr Jesus hat für Ja, alle Arten von Sünden bezahlt. Sonst aber würde ja Reza. jemand, der Selbstmord begeht, verloren Ja. gehen. Und das geht ja nicht. Ja, also du bist Der Herr gemein. Jesus Guck mal, hat weil das für ist. alle Sünden bezahlt, Ja, für aber das alle Ganze. Arten von Es Sünde. gibt, Reza, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, ja, und Ja. viele Menschen ticken auch anders, weißt du? Da muss man halt wirklich also mit sowas echt vorsichtig sein, weil das können auch viele falsch verstehen, weißt Das ist du, ihr weil Problem. Die Leute verstehen alles falsch. viele als auch Neugeborene, sage ich, kriegen auch mal die Schnauze voll, weißt du so. Und dann kann es sein, dass sie sich dann Das so ist ihr Problem. einbilden, dass sie Das dann, ist nicht unser wie, das ist Problem. ihr Problem, das ist aber falsch, du sagst ja, siehst du, du machst es schon zu ihrem Problem, wenn du da etwas schon behauptest. Das ist aber, dieses Problem darf es gar nicht geben, Wenn dass jemand in seinem Herzen vorgenommen hat, die richtige ach Lehre so, falsch zu Entschuldigung. verstehen, Ja. dann ist das sein Problem. Genau. Ein Nicht mein Neugeborener, Problem. Ich muss die ein richtige Lehre Neugeborener, lehren. ja, ein Neugeborener, der Ja. Gottes Weg geht, der Ja. kann gar nicht sich selbst morden. Das ist, Hm, weißt du, das dann ist stimmt er nicht nicht. neugeboren. Dann Das ist er stimmt nicht nicht. neugeboren. Das stimmt Was? nicht. Das ist nicht Doch, wahr. so, nein, ein Neugeborener, der kann genauso nicht. Ach so, genau. Ey, darüber wollte ich auch mit dir sprechen. Ja. Es gibt ja so einen Türken, so einen der ist konvertiert zum Christentum, ne? Hatte lange Haare. Ich kenne seinen Namen auch nicht mehr, ne? Der war auch in den Medien. Ne? Der hat ja anscheinend auch eine Gemeinde geführt. Ich glaube, ihr kanntet den. Ach doch, doch, ihr kanntet den ja auch sogar. Amir hat über ihn so auch mal ein Video gemacht. Die war in seiner Verhandlung. Der hat bei jemandem versucht abzudrücken, aber Gott hat das sozusagen nicht zugelassen. Weißt du, Ach welchen so, Fall ich der meine? Tulbei Ja, genau der, genau der. Er war ja auch neugeboren. Er war Der ja war auch nicht neu so. geboren. Der hat von Was Anfang war an die er? Gottheit des Herrn Jesus geleugnet. Der war nicht von neuem geboren. Der war nicht von neugeboren. War der nicht so gleich jetzt wie ihr? Ich dachte, das ist eine gleiche. Nein, nein, wir haben uns immer distanziert von ihm. Was hat er denn gelehrt? Der hat gelehrt, dass der Herr Jesus nicht Gott ist und dass er hat noch gelehrt, dass man den Sabbat halten soll. Aber den Jesus trotzdem als Messias anerkannt, Ja, oder? der hat von Jesus gesprochen, ja. Und das Ja, sage ich ich ja die weiß so. ganze Zeit. Ey, Nicht jeder, der von Jesus redet, ist auch wahrhaftig und wiedergeboren. Ja, die orientalischen Christen waren ja auch da. Ich weiß, dass er da irgend so eine Kundgebung gehalten hatte in Köln. Also ich habe nur ein paar Videos gesehen, ne? Und dann halt auch mit dieser schrecklichen Tat von ihm, ne? Wie siehst du das? Weil guck mal, der hat ja auch von sich behauptet so, und dann will der auch noch einen Menschen töten. Ich denke, da war nichts. Und das ist ja das von dem Geist, den ich spreche. Den Geist, den ich spreche, den man auch mal hinterfragen sollte. Es Ja? ist, Weil ich weiß, wir was glauben ja du. an eine.
Weil wir glauben ja an einem lebendigen Gott und dieser lebendige Gott sagt auch, auf dieser Welt gibt es auch diese Dämonen und falsche Geister oder so schreckliche, weißt du? Und meinst du nicht, dass dieser Typ ungefähr sowas, also ich will da jetzt nichts reininterpretieren, ich kenne den Typen nicht, ja, aber ich glaube, jemand, der von Jesus predigt oder von Gott und sagt, ich habe die Wahrheit erkannt und danach jemanden töten will, aber Gott hat das nicht zugelassen, dass die Knarre, ne, die war ja voll funktionsfähig, ne, die Knarre, aber sie ist halt einfach nicht losgegangen, ne? Zweimal hat er, glaube ich, abgedrückt oder wie war das, ne? Zweimal abgedrückt, Das aber weiß ich es, kenne die Inhalte der Verhandlung jetzt nicht genau. ja, aber so wie ich gehört habe, ne, sie war voll funktionsfähig, aber sie ist halt nicht aufgegangen. Ne? Also, ne, da kam nichts raus. Also Gott hat ihn davor, oder ne, vielleicht das Opfer, vielleicht hat Gott das Opfer davor bewahrt, ne, und ihn schon weiß ich jetzt nicht, ich will da jetzt auch nichts reininterpretieren. Aber da siehst du ja, da behaupten Leute von sich neugeboren zu sein, oder Christus als Messias anerkannt zu haben, dies und das, und danach wollen die so eine schreckliche Tat begehen. Das ist doch für mich kein. Und ich habe auch gehört, ne, mit Mädchen war er auch halt immer so locker. Ne? Vielleicht hat er sich auch nach ein paar alten Testament berufen, nach ein paar, wie heißt es, paar Propheten, hat sich dann vielleicht auch so mit denen verglichen, weißt du? Und das meine ich, da muss man doch vorsichtig sein, ja. Es ist doch lieber, ich habe einen Gelehrten, ja, wo es schon seit 2000 Jahren so gelehrt wird, ja, wie zum Beispiel die katholische Kirche, und gehe in Gottes Haus, bin ruhig und bete. Also ich, weißt du, weil Aber ich das ist gehe dir ja, egal, ne? ob seit 2000 Jahren was Falsches gelehrt wird. Du willst einfach Ja, aber etwas, sie was haben seit ja, 2000 Jahren gelehrt wird. Das ja, ist sie dir haben aber wichtig, diese auch. 2000 Jahre. Es geht dir nicht um den Inhalt. Ja, was sagst du zu den Typen? Tut mir leid. Was sagst du jetzt zu den Typen? Weißt du, weil das ist ja auch Was soll so ich dem sagen? Ich schrecklich. habe schon damals, er hat mir auch gedroht. Ja. Weiß nicht, der sollte ja eigentlich eine Todesliste angefertigt haben mit Namen. Und da war Amir auch auf dieser Boah. Liste und ich auch. Der Boah, wollte siehst nach, du, ey. ja. So Und habe der ich hat das sich sowas gehört. wie Ich ein kann das Pastor nicht, genannt. ich kann das nicht genau bestätigen, aber ich habe gehört, dass wir beide auch auf seiner Liste standen. Boah, ja, da siehst du mal, das ist doch, aber ja, macht dir das, gibt dir das nicht zu denken, so, ey, Natürlich, aber das diese. Problem ist ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass er nicht wiedergeboren ist. Und die Leute haben mir das Ja, ja nicht geglaubt und die aber haben der gesagt, hat doch auch. der ist schon wieder am Richten. Ja. Aber der hat doch auch die Bibel gelesen und das so reininterpretiert. Der hatte ja auch seine Zuhörer, seine Fans, die ihm sozusagen geglaubt haben alles und gesagt haben, du predigst die Wahrheit und bla bla bla. Und danach am Ende, weißt du, so, tut mir leid, ich habe irgendwie schon von vornherein, weißt du, so, wo ich schon ein, zwei Videos da, wie laut er war und wie aggressiv er da so rüberkam, weißt du, so, weißt du, so in Köln habe ich mal ja, Kundgebung oder keine Ahnung, seine Rede mal gehört. Da war schon ein bisschen für mich, weißt du, so, ne, man sollte schon zu Gott stehen, ja, aber nicht übertreiben, weißt du, so, Ja, aber man soll sich nicht aufspielen. weil die Leute die Bibel Man nicht lesen, können die so einem Menschen eben Er anheimfallen hat und sie verführt werden. gelesen. Er hat sie 2. doch auch Petrus im Kurs 2 zum gelesen. Beispiel warnt der Apostel Petrus davor, dass es falsche Propheten reinkommen würden, die verderbliche Sekten einführen werden und also den Herrn Jesus verleugnen werden. Und genau das Ja. hat ja, ne, Turgay damals gemacht. Er hat den Herrn Jesus ja als Gott verleugnet und verderbliche Sekten eingeführt. Und weil die Genau, Leute eben. genauso. Genau, weil die Ja. Leute eben die Bibel nicht lesen oder nicht Ja, darauf aber achten, genauso kann gehen ich die sagen, halt ja, genauso solchen kann ich Leuten sagen, auf den der Leim. Typ, genauso gut kann ich sagen, weil der Typ von sich behauptet hat, den Heiligen Geist zu haben, ja, Ja. und trotzdem diese schreckliche Tat gemacht hat, ja, kann ich doch behaupten, ja, dass er halt auch von sich behauptet hat, die Wahrheit zu predigen und von Gott zu sein und den Heiligen, aber da Ein weißt du, selbst ein Wiedergeborener kann Atheist, auch einen Mord das schreckt begehen. doch Das selbst willst du, einen darauf willst du Atheisten auch ab. hinaus, dass ein Bitte? wiedergeborener Diener Gottes nicht morden kann. Richtig? Ja, Darauf willst du genau. ja hinaus. Nein, das stimmt Genau, nicht. oder? In 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 15, warnt der Apostel Petrus, dass wir auch aufpassen sollen, dass wir nicht Mörder werden, damit wir nicht im Gefängnis oder sowas leiden. Aber wir können auch Mord begehen. Theoretisch ist das möglich.
Auch wenn es, ich kenne keinen Ja, aber natürlich Wiedergeborenen, der können jetzt einen Mord begangen hat, aber wir theoretisch können, ist das möglich, weil das Wort natürlich Gottes können, es sagt. Aber du kennst ja diese ja. Stellen, 1. Petrus 4, Vers Ja, 15. aber das macht doch keinen, also das ist Du erstens, hast ja die also wie Bibel gesagt, gelesen, ne? Du kennst ja die Bibel. aber ich habe, Gott sei Rami, Dank du bin hast ich oft, Riesenprobleme. Rami, du nein, hast ich bin doch Riesenprobleme. oft, ich Dass habe dir doch du gesagt. in diese falschen Kirchen da, aus der katholischen falschen Kirche, in die falschen Freikirchen, also in die Freikirchen gegangen bist und da weiterhin Schrottlehren zu hören bekommen hast. Da kann ich nichts für. Aber jetzt hat der Herr Jesus dich Ich hier habe. hingebracht und jetzt hörst du die richtige Lehre und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Aber ich sehe schon, du hast schon deine Entscheidung getroffen. Du bist auch Ja. blockiert, was das Wort Gottes betrifft. Das interessiert dich nicht mehr. Du willst nur Leute um dich herum, dass das so sich schön anfühlt. Reza. Ja, wie so eine Art Kaffeeklatsch, da fühlst du dich wohl. Dich interessiert nicht das Wort Gottes und du möchtest einfach unter Menschen sein. Und deswegen Reza, wirst ich du habe, verloren gehen. ja. Ich habe mein Wissen, mein biblisches Wissen, habe ich nicht von einem katholischen Priester. Das katholische Wissen bin ich seit 3 Wochen ungefähr mir am Hinterfragen und am Aneignen. Verstehst du? Ich will jetzt auch die katholische Seite erfahren, ja, weil ich Ja. die nicht kannte, weil ich die wirklich Du nicht kannte. musst Ich mit bin den als Katholik Katholiken das Buch geboren. Tobit lesen und diese Hexerei betreiben, da mit dieser Fischleber in Rauch aufgehen lassen, um Heilung zu erwirken. Und mach mal ein Und Video dann? demnächst davon. Und dann? Ja, dann bist du Also angekommen, dann bist du errettet, wenn ich du hatte diese bei mir, Hexerei machst, mit den Katholiken zusammen. ich hatte bei mir halt auch eine Aber das ist dir auch Russin. egal, oder? Alles ist dir egal, ne? Hauptsache so Kaffeeklatsch zusammensitzen und dass es so warm ist, ne? Mit so über Sachen reden, so ein bisschen Bibel, bisschen Hat nicht über Paulus Couscous, gesagt, über Baklava, ein den bisschen. Heiden bin Das ich ist dir Heide? wichtig, ne? Diese Hat Zusammensitzen und Paulus. Baklava und über Baklava reden. Reza, hat nicht Paulus gesagt, den Heiden bin ich Heide, dem Juden bin ich Jude, dem Ja, Muslim hat bin er ich gesagt. Muslim. Also natürlich hat der Muslim nicht gesagt, aber Ja, hat er gesagt, ja, ja. warum? Ja, Was warum möchtest soll du ich damit also sagen? dass wenn ich jetzt zum Beispiel in einem muslimischen Land lebe, dass ich mich dementsprechend dann auch, also jetzt nicht, also so benehme, verstehst du, also jetzt nicht Ja. eine auf geretteten Christen mache oder Ja. neugeborenen Christen, sondern halt Ja. eine auf anständigen und ja, Nachfolger Jesu, also so wie die Bibel mir sagt, so sollte ich leben und nicht übertreiben mit meiner Sache, weil ja. Ja, genau, du Meinst du musst immer nicht? gucken, in welche Kirche mehr Menschen sind. Je mehr Menschen, desto mehr Christ, also mehr ist besser, bessere Qualität. Auf keinen Ne? Fall, auf gar Ja, keinen Fall. ja, ja. Es ist wirklich so. Je mehr Menschen, desto bessere Nein, Qualität. nein. Ich hatte mein komplettes Wissen habe ich sowieso nur von Freikirchlern, von Evangelisten, ja, auf YouTube, Olaf Latzel und Roger Libby, Ja. dem seinen Vorträgen, Roger Libby, also was dieser Typ für Vorträge hat, das ist also wirklich Hammer, Hammer, ne? Und Ja. habe ich sehr viel gelernt, ne? Und die Aber ich sehe katholische nicht, Lehre dass du kenne was ich gar gelernt nicht. hast. Leider nicht. Ich sehe nicht, dass du was Bitte? gelernt hast. Ich sehe nicht, Doch, dass du da von ihm was habe gelernt hast. ich. Nein, leider nicht. Aber Dein unterstützt Herz Roger war Liebe schon dich? längst verhärtet. Unterstützt Roger Liebe dich? Deine Bitte? Lehren? Bitte? Unterstützt Roger Liebe dich und deine Lehren? Die Lehre, die ich trage, die Dispensation, die haben einige Leute verstanden. Die Lehre der Ja, aber die. Dispensation, der verschiedenen Ja. Heilzeitalter und der Verwaltung Gottes mit verschiedenen Bünde. Aber Das hat der unterstütze Roger Libby dich. Das. begriffen, das habe ich begriffen, das haben etliche tausende Leute begriffen. Aber ob unter diesen Leuten, die das begriffen haben, auch wirklich wiedergeboren sind, das ist wiederum eine andere Sache. Aber es gibt Leute, die das einfach begriffen haben, weil die auch einfach intelligent sind. Guck mal, Und was es sein gibt Bruder schreibt. Dummköpfe. Die Dummköpfe, die lesen 100-mal einen Vers und die raffen es nicht, weil einfach Gehirnschaden da ist. Ja. Na, auf jeden Fall, Reza, ich habe, denke ich, viel gesagt, ja, und ich bin Gott sei Dank jetzt irgendwo befreit, ja, ich höre mir auch andere Meinungen oder lasse andere Meinungen zu und greife jetzt Menschen nicht mehr persönlich an und ich Ja. wünsche mir das von dir, dass du als erwachsener Mann und Ja. als Christ und wenn du Jesus als dein Vorbild siehst, weil der ist auch ein perfektes Vorbild für uns, Ja. sollten wir jetzt auch Frieden
geistlichen Frieden, oder wie sagt man das, oder ne, diesen irdischen Frieden mit den Haben wir. Muslimen schließen und Ja, haben wir. auf Fakten bleiben, ja, und Aufklärung bleiben und nicht mehr persönlich hier haha und keine Ahnung was. Ich weiß, ja, es ist nicht leicht, es ist nicht leicht, weil man sieht, man muss ja nur sehen, die muslimischen Seiten, wie sie uns verspotten und keine Ahnung was, aber wir Ja. müssen ja nicht gleich sein. Wir sind ja keine, ja, wir müssen ja nicht so sein. Ja, Ja, gut. Ja, wir haben alle das Fehler. habe Wir ich sind schon. alle Sünder. Wir sind alle Sünder. Aber ich bin Ja, mir sicher, dass du auch das die ist für ein Sünden Argument, Reza, was von ist dem das für Papst auch genauso unter die Lupe nimmst, wie du die Reza? Sünden von Amir unter die Lupe. Ich weiß, du bist ein korrekter Mensch, ein ganz Aber Gerechter, Reza, was ist das der für ein überall Argument? gleich Jedes richtet. Mal höre ich das von Ami auch. Wir sind Ja. doch auch nur Sünder. Wie? Ey, tut mir leid, Alter. Du predigst jetzt gerade von Wasser und was weiß ich was, aber bist du ständig am Weinsaufen. Weißt du, das, was ihr von eurer Warum darf er katholischen nicht Kirche macht, lachen? ich Darf er bin nicht ja auch lachen? nur Sünder. Nein, er ist ja, nein, ich habe ja nichts gegen Lachen oder sonst irgendwas. Also, tut mir leid, ich glaube, sehr viele Menschen sind meine Meinung. Der hat ja halt auch diese Anrufe bekommen und wo man halt ihm gesagt hat, dass man auch normal, das Ganze auch normal führen kann. Ja, man muss da jetzt keinen Krieg. Es ist halt manchmal auch anstrengend, da mitzukommen. Ja, und wenn er halt von Jesus ist, ja, oder von Jesus predigt, dann kann der doch nicht so hihi haha und Leute rausschmeißen, respektlos behandeln und auf gleichem Niveau sein wie die und was weiß ich was, das gehört sich nicht unter den Kommentar. Weißt du, was ich, also das unter euch, das unter eure Fans oder unter diese Neugeborenen auch sehr viele Faschisten sich verstecken. Ja, das habe ich halt auch hier zum Das Beispiel kann sein. beim anderen, Das kann sein. der auch, ja, da bin ich mir 1000% sicher. Ich habe dir ja von der Harry Potter Schriftstellerin erzählt, ja, und da gibt es hunderte, tausende Beispiele, ja, die sich jetzt unter solchen freien Kirchen verstecken, ja. Tut mir leid, da kann ich diese freie Kirche und das Ganze allein Luther nicht mehr ernst nehmen, nicht mehr ernst nehmen. Deswegen, ich bin altmodisch, ich bin altmodischer Mensch, ja. Ich wäre sogar froh, wenn es kein Internet gäbe, da wären wir alle wieder zusammen irgendwie und hätten miteinander gesprochen und nicht irgendwie übereinander. Ja, und deswegen also denke ich, wäre das die erste Predigt, also jetzt die erste Kirche, auch die richtige Kirche. Weil ich habe ja auch gefragt, also recherchiert, wann war die, also was war die erste Kirche von den Christen? Und das war halt die katholische Kirche. Das war's. Also, Nee, und wenn ich dann noch höre, und da. das waren die Gemeinden, nicht die katholische Kirche gab es noch nicht. Die katholische Kirche wurde erst mit dem Papst im 4., 5. Jahrhundert erst errichtet. Das waren die Gemeinden, zum Beispiel Ephesus, Smyrna und so weiter, Ja, Korinther, aber das das waren reicht keine mir schon. katholische Du Kirche. brauchst, lass uns langsam schon zum. Ich danke dir sehr. Ich danke dir wirklich sehr, dass du so auch viel Geduld hattest. Ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen so Spaß gemacht und wir haben voneinander vielleicht ein bisschen lernen können. Lass uns das Ganze nicht vertiefen, aber ja, ne, die Leute werden auch langsam nervös. Ich glaube, die wollen auch neues Gespräch. Danny, danke dir auch und bitte spiel nicht so viel mit dem Kreuz und mit diesem ganzen Illuminati-Drist, ja, weil gibt es einen Bibelvers, da wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Ja, und das sehe ich halt auch bei Amir manchmal. Sein Herz ist im Koran und in den Hadithen. Dani, sein Herz ist bei den Verschwörungen, Illuminati, ein Auge. Weißt du, und lass uns unser Herz wieder auf Gott fixieren. Also fixieren, oder wie das heißt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und dann werden wir auch geheiligt. Müssen nicht mehr sagen, ich bin auch nur ein Sünder. Ich bin auch nur ein Sünder. Ja, die anderen sind auch nur Sünder. Ja, aber ja, nur weil du an Jesus glaubst, heißt das ja nicht, dass du auch, weißt du, dass deine Sünde auch besser ist. Gibt's nicht. Daran glaube ich nicht. Das ist unlogisch. Ich so, weil die Muslime sagen auch, du musst nur Muslim sein und schon kommst du ins Paradies. Daran glaube ich auch nicht. Da muss man was tun. Als Gott von der ganzen Erde nur 8 Menschen gerettet hat und alle anderen getötet hat bei der Sintflut, meinte es gab nicht mehr als 8 Menschen, die in Ordnung waren. Ist egal, was Was glaubst du, ich kann warum mit Gott dir. nur 8 Menschen gerettet hat und die ganze Erde?
Weißt du, Gott, ich bin nicht Gott und das, du sollst nicht, also wenn du Frage an Gott hast, Ja. wende sie auch an Gott, weil du kennst auch die Antwort, Nein, das Wort verstehst Gottes, du? Gott Gott ist nicht erklärt uns ja ungerecht. in seinem Wort. Gott ist nicht ungerecht, verstehst du? Natürlich Genauso ist er wie wir nicht müssen. ungerecht. Ja, Aber der will dir deswegen, damit sagen, der will dir damit Gott hat doch. zeigen, dass Masse niemals Klasse ist. Nee, Qualität ist das nicht war. Nee, ich Quantität. hinterfrage nicht, ich hinterfrage nicht Und und eine stelle mich katholische nicht Gott Kirche, gleich. denen gehören 1 Milliarde Leute an. Und der Herr Jesus sagt, der Weg ist schmal, die von den Erretteten. Und nur die wenigen finden diesen schmalen Weg. Und das kann er nicht auf die katholische Kirche zutreffen, richtig? Logisch. Doch, das wird auf die katholische Also Kirche. Milliarden sind wenige. Also ich sage mal so, wer. Nee, ach, das sind da viele Zahlen. Sind ja, du sagst ja selber, es sind viele Namenschristen, ja. Das bin ich ja auch, ja. Und Ja. viele, die so geboren sind und Disco, Misco, hab ja meine 30 Jahre so gelebt. Verstehst du das? Ja. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich da gerettet bin. Erst wenn ich mich wirklich auf die Suche mache und wieder zu Gottes Haus Hallo sage, verstehst du, dann sage ich, denke ich auch zu Gott Hallo. Aber wenn ich mich die ganze Zeit verstecke und meine Sünde versuche irgendwie so gut zu reden und versuche mir passende Bibelverse daraus zu ziehen, um meine Sünde gut zu reden, das sehe ich falsch. Weil mir gefällt die Sünde nicht. Ich bin am Sündigen, aber mir gefällt die Sünde nicht. Ja, die stört mich. Die stört mich übertrieben. Ja, und du weißt ja selber, ihr predigt ja, ihr sagt das ja selber, dass Gott die Sünde nicht duldet und nicht neben sich haben kann. Weißt du? Also, wie kann ich dann behaupten, gerettet zu sein, ständig zu sündigen, neben Gott Du verstehst zu ja jetzt noch kommen? wirklich Ja. gar nichts. Du musst erst mal errettet werden, den Heiligen Geist empfangen, in der wahren Lehre. Du bist ja komplett daneben. Du verstehst ja wirklich nichts. Aber du weißt, wie Aber ich wenn das du in einer gemeint habe. Riesenkirche gehst, dann kommt die Energie ein bisschen heftiger, ne? Weil zu viele Leute zusammen machen heftige Energie auf dich und dann wird das wahrscheinlich dann laufen irgendwie. Deswegen musst du ja eine Kirche aussuchen, wo viele, viele Aber drin sind. ja, Je aber wie mehr Leute, gesagt. desto mehr Energie. Und diese Energie wird. Ja, aber die Und Kirchen dann sind wirst du leer. Die richtig Kirchen ein sind Mann leer. Die Gottes. Kirche, Dann wirst du ein Mann Gottes. ja. Seit 2 Wochen besuche ich eine Kirche, ne? Das ist Je so eine mehr kleine, PS, die ist. desto besser. Ja, da werden keine Predigt mehr gehalten. Die ist auch leer. Weißt du, die ist nur noch für Besucher, ne? Der Priester macht die auf, ne? Die ist wirklich wunderschön, ne? Habe ich als Hintergrundbild. Hey, genau, schaut auf mein Hintergrundbild. Ja, und so leer, wie ihr die seht, so ist die immer. Ja, es kommen einzelne Menschen, halten Gebete und Fürbitten, und da gibt es auch so ein Buch, wo man auch mal was hinschreiben kann. Lese ich ab und zu auch mal rein, weißt du so. Viele beten halt auch für die Ukraine oder für die Ukrainer. Ich weiß nicht, ob man das darf weitererzählen. Keine Ahnung, ob man das überhaupt lesen darf. Ja, auf jeden Fall ist das schön. Ja, also. Man sollte das nicht verteufeln. Man sollte sowas nicht verteufeln. Man sollte das in seinem Herz lassen, das, was Gott uns gegeben hat. Und ich glaube, wir glauben doch an einen lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott wird doch sein Haus beschützen können oder seine Gläubigen. Verstehst du? Der lässt doch nicht so viele, die mit guten Absichten auch von der Kirche halt sozusagen gerettet worden sind, auch in den 2000 Jahren, lässt doch Gott nicht verloren gehen. So an einem so toten Gott dürfen wir nicht glauben. Wir glauben an einen lebendigen Gott und an einen barmherzigen, und der wird uns schon gerecht urteilen. Ach so, und er wird schon sein Haus und sein Wort, ja, was wir in der Bibel haben, beschützen können. Verstehst du? Wir glauben ja an einen Lebendigen, und der hat das, der kann das. Ich glaube nicht, dass er sein Wort verfälscht werden kann und bla bla bla. Ja. Du kannst von Gott ablenken, indem du Sekten öffnest, Religionen machst und was weiß ich was. Ja, so kannst du von Gott ablenken. Aber Gottes Wort kannst du nicht verfälschen. Genau wie sein Haus kannst du nicht verunreinen. Punkt. War das schön? Reza, hörst du mich? Bist du noch da? Ja, ich bin am Essen. Ach so, guten Appetit. Guten Ja, Appetit. danke. Ja, was sagst du? Da schreibt einer Adios. Ja. Der meint mich, Ich. glaube ich, damit. Und der hat ein Kreuz. Ja, du bist doch voll der Liebe. Was? Was isst du? Isst du iranisch oder?
Nee, Iranische Küche, sehr, nee. sehr Nee, gut. deutsche Also ich Küche. glaube, bitte? Deutsche Küche. Deutsche Iranische Küche. Ja, also iranische Küche ist, glaube ich, bei mir an dritter Stelle. An erster Stelle ist arabische Küche, ja. An zweiter Stelle indische Küche und dritte Stelle ist iranische. Und dann kommt russische. Ne. Bitte? Je leckerer eine bestimmte Küche ist, desto mehr stimmt auch da, desto mehr sind diese Leute auch errettet. Das ist wieder so deine Lehre. Verstehe nicht, warum du lachst. Was Der meinst du lacht. damit? Was meinst du Der lacht damit? Wir haben über das, über seine eigene Kirche und aber das ist doch Lehre. eine Geschmackssache. Der Russe würde dir Bestimmt. sagen, der Russe würde dir sagen, ich habe die beste Küche. Heißt das, der hat den besten Glauben oder? Weißt Ja, aber du sagst auch, du? nach Oder die meinem Geschmack Wahrheit? ist die katholische Kirche leckerer. Es ist Geschmackssache im Endeffekt, du hast recht. Nein. Was besser schmeckt? Ja, ist Geschmackssache, aber das war so mein Geschmack, ne? So jemand anderes, ich weiß ganz genau, jemand aus Deutschland, der würde dir sagen, ey, erstmal die deutsche Küche, ne? Die ist auch nicht schlecht. Danach Französisch oder Italienisch, ne? Pizza, Pasta, ne? Auch nicht schlecht. Und die Italiener, ne? Schaut mal, also die haben auch geile Küche. Ja, dann heißt es doch nicht, dass der auf der wahren Seite ist. Ich bitte dich. Da muss man ein bisschen realistisch bleiben. Ja. Ja, ne? Aber mein Geschmack, arabisch, indisch und dann sehr wahrscheinlich iranisch. Und dann kommt dieses à la pasta und à la pizza. Ich finde die katholische und orthodoxe Küche am besten. Das schmeckt am besten. Ja, das war die erste. Die katholische Kirche war die erste. Wir wissen ja auch von Paulus, ne? Der war ja Römer. Ne? Widerspricht sich ja nicht. Guck mal, widerspricht sich ja nicht. Das ist ja das, was die wo die Muslime uns verurteilen. Ja? Römer, weißt du, so bla bla bla. Ey, unser einer der Apostel war, der Jesus, dem Jesus erschien, weißt du? Ich vertraue auf Paulus, ich vertraue auf ihn und ja, und was nach ihm sozusagen gekommen ist. Und wenn es jetzt die Kirche ist, die katholische Kirche, und ich sehe da jetzt nicht viel Falsches. Ich glaube auch nicht, dass Maria tot ist, sondern dass sie halt wirklich, dass Gott, unser Gott, wirklich so gerecht ist. Und wenn er schon eine Frau auserwählt hat, ja, für diesen Wunderwerk, ne, dann wird er da auch mit ihr sein. Da bin ich mit 1000%. Und was spricht dagegen, wenn ich, weißt du, anstatt als Freikirchler jedes Mal einen Neugeborenen zu fragen, ey, bete mal für mich, mir ist wieder so und so passiert, ne, mache ich doch Fürbitte und bitte Maria darum, dass sie für mich, weißt du, ist ja auch, also, ne, kein großer Unterschied. Aber ich bleibe so in der Kirche oder im Glauben oder bei Gott, anstatt dass Das ich recht, das mich auf eine hat mehr irgendein, PS, der hört, ja, ich vertraue nicht auf Menschen. der hört mehr PS, Gebete schneller als. Ich Ich kenne einen vertraue auf Bruder im Gott. Herrn, der jetzt noch lebt, der hat nicht so viel PS bei seinem Gebet. Und wenn du da Maria anbetest, ne, dass diese Sachen haben mehr PS. Weißt du, irgendwann sehe ich uns alle in einer Kirche. Und das wird die katholische Kirche sein. Ganz Dich, genau. Amir, Danny, weißt du, vielleicht wenn wir Graukäpfe kriegen. Weißt du, kennst du dieses Gerücht so? Es heißt immer, auch wenn ich in die katholische Kirche gehe oder wenn ich in die katholische Kirche gehe, sehe ich nur Grauköpfe, so alte Köpfe. Vielleicht werden wir das auch sein. Vielleicht, weißt du, das wünsche ich mir sogar. Ne? Vielleicht kosten wir noch unsere Sünden und machen hier Neugeborenen und hin und her, weißt du. Aber Ja. irgendwann, wenn wir graue Köpfe haben, sitzen wir in der Kirche, sind ganz ruhig und denken uns, Scheiße, was habe ich denn alles falsch gemacht? TikTok sportlich, glaube ich, ne? Wenn Scheiße gibt. Ja. Ja, oder? Was sagst du Jetzt bin dazu? ich Das verwirrt. hoffe ich, dafür werde ich beten. Dafür werde ich Wo ist der beten, Danny? dass wir uns alle. Der ist jetzt katholisch geworden. Der besorgt sich jetzt katholische Ja, muss Bücher. ich. Ja. Und ist er getauft? Ist Danny getauft überhaupt? Ja. Ja? Ja. Okay, ja, dann wird er, hoffe ich, auch irgendwann errettet. Bist du getauft? Ja, mit dem Heiligen Geist. Nicht mit Wasser? Auch, aber die Taufe mit dem Wasser ist nicht wichtig. Die mit dem Heiligen Geist ist wichtig. Ja. Hast du gelesen bestimmt in der Bibel?
Ja, aber auch mit Wasser habe ich gehört, ne? Oder gelesen. Ja, aber du hast auch gelesen in der Bibel, weil du die Bibel ja sehr gut kennst, dass die Nicht Taufe mit besser dem als du, Heiligen das hatte ich Geist schon. geschieht, ist und nicht mit Wasser. Du kennst auch diese Stelle, ne? Hast du Ich gelesen? weiß, ach so, genau. Kennst du den Film, Jesus-Film, ja, wo Johannes der Täufer am See steht und die Leute am Taufen ist mit Wasser? Ja, Ja, was was ist soll ich dir damit? dazu noch sagen? Aber du kennst ja die Stellen der Bibel, ne? Weil du hast ja die Bibel gelesen. Ja, aber ich sehe ja die Taufe mit Wasser, ne? Also, dann ist das ja, glaube ich, auch für einen Muslimen wäre das, glaube ich, so, ja, ein Widerspruch. Ja, so wie du das jetzt sagst, weil ich sehe, dass da gesagt wird mit Wasser und die Kirche macht das halt auch mit Wasser. Und ja. Und so wie ich das sehe, ja, bei den ganzen Neugeborenen, dass die halt ja nicht wirklich den Heiligen Geist haben. Vielleicht ist der Heilige Geist halt echt in der Kirche und die Leute, die da besuchen oder hingehen und wirklich hinter Gott sind, dass sie das Ganze auch den Heiligen Geist kriegen und nicht so frei hin, frei her und Karneval mal mitfeiern und mal ja, in die Flasche gucken. Ach, das wird mir Gott schon vergeben, weißt du? Wir haben nicht so eine Sekte. Wir leben nicht in so einer Sekte. Wir Ja. haben einen lebendigen Gott, wo wir sagen, er wird jede Sünde bestrafen. Ja. Oder nicht? Ja, Ja. und deswegen lass uns alle in Frieden, auch die Muslime, auch die Atheisten, wir müssen die nicht, also lass uns ein Beispiel für sie sein, ja, weil Jesus war für uns das Christusbeispiel, und ja, lass uns in Frieden, ne? Und lass uns nichts Falsches über die Bibel sagen. Respekt vor der Bibel, mehr Respekt vor der Bibel und nicht unwissend sprechen. Ja, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe bei den ganzen neuen konvertierten Christen, die einen auf Priester jetzt machen und Gelehrte und was weiß ich was nicht alles. Vorsichtige, vorsichtige. Na? Respekt vor der Bibel. Am besten, ja, erstmal So ein weglassen. Respekt vor der Bibel, wie du die hast. Zum Beispiel so vorbildlichen Respekt. Ja, ich bin ja kein Prediger, ich versuche ja nichts Falsches zu sagen. Ich versuche Du kein musst kein Prediger zu Prediger sein. sein. Ich habe dir die Verse vorgelesen und das war dir vollkommen egal, was das Wort Ja, aber Gottes gesagt hat. ich sehe es falsch. Ich sehe es falsch, dass du dich als Prediger siehst. Ich sehe es falsch, dass du Es geht und nicht um ich viel, oder nicht Prediger. Ich habe die ja. Worte aus dem Bibel gelesen und das war dir vollkommen egal, was da stand. Ja, und jetzt heißt es, dass es das Wahre ist und jetzt gehe ich in Genau, Verdammnis, du hast oder? keinen Respekt vor dem Wort Gottes, vor der Bibel. Und deswegen kannst du anderen Leuten nicht sagen, dass sie Respekt haben sollen vor der Bibel, wenn du selber keine hast. Ja, Reza. Danke dir. Also ich weiß nicht, ob da jemand reinholt oder was mit Danny überhaupt passiert ist. Kann der überhaupt sprechen? Kann der sich verabschieden oder Hallo sagen oder Ja, das jemand rein? Problem ist ja durch Oder diese raus. monotone Ja. Gerede von dir ist wahrscheinlich eingeschlafen irgendwo. Ist doch geil, guck mal. Bestimmt, ja, wie Von gesagt, dem also ich würde jetzt mich freuen, ne? weg, weil das ist, so wie du redest, das macht einen so einlullen, Ja. dass man so in Trance fällt und den aus dieser Trance rauszuholen, das wird eine Arbeit werden jetzt gleich. Ja. Aber wenn du weiterredest, werden alle hier gleich in Trance fallen. Und bis Ja. Mittwoch schlafen, durchschlafen. Egal, Hauptsache, die haben was gelernt. Ja, Also es ist immer noch besser, im wenn die Schlaf haben die viel wegschalten. gelernt. Es ist immer noch besser, als wenn die wegschalten, weil ich schalte schnell weg, wenn es mir einfach nur zu blöd und zu kindisch und zu keine Ahnung, was alles wird, ja? Aber es sind ja, denke ich, nur hier ein paar Jesuskreuze, die mich hier weghaben wollen. Ne, der hier, der am Beten ist, der macht hier großen Palaver. Und Amir Das natürlich, Schlimme ne? ist ja auch, Dem dass 1. gefällt's ja auch. Timotheus Kapitel 4, mein lieber Rami, sagt, dass der Geist sagt, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden und den Lehren der Dämonen anhängen werden, sie verbieten zu heiraten. Das heißt also, das Wort Gottes sagt, dass ihr Katholiken eigentlich Abgefallene seid in einer Kirche, wo Dämonen lehren, dass man nicht heiraten darf. Das ist ein ganz, ganz heftiges Urteil über uns. Aber das kennst du ja. Reza, Den kennst du ja schon.
Reza, Kennst du das Wort Gottes? ja, Benutzt das also ja eigentlich. ich würde Das hast du mir gelesen als, bestimmt schon mehrmals. ja, aber das, weißt, so blöd sind die Katholiken nicht. Wenn die das wirklich, also wenn es wirklich so gemeint wäre, dann hätten wir, glaube ich, die katholische Kirche schon längst abgelehnt. Aber das sind so diese Luther-Kirche, Luther-Argumente, weißt du, weil der Luther hatte auch sehr, sehr gute Argumente, sonst hätte der jetzt nicht so ein riesen Palaber Luther gemacht, war verstehst kompletter du? Schrott. Ja, Luther war allein dieses. kompletter Schrott. Er wollte einfach die katholische Kirche reformieren. Er wollte nicht eine etwas Neues aufstellen. Der war seit seines Lebens Katholik. Er hat ja auch bestimmte Sakramente ja beibehalten, zum Beispiel Babytaufe, was absolut falsch ist. Also der hat das beibehalten, aber da gibt es ja diese Frauenprediger, ne? Da dürfen ja, habe ich ja letztens, ne, bei jemand gearbeitet, die war Priesterin und sie fuhr auch ein richtig schönes Auto, geiles Haus, also von der Kirche bezahlt, direkt Hinterhof, ne? Ja, da dachte ich, habe ich auch so ein bisschen, ja, nachgedacht, ne? Dachte mir auch so, muss unbedingt so ein Auto sein, muss es unbedingt so viele Zimmern in diesem Haus sein, ne? Kannst du nicht zwei Zimmern haben? Weißt du, und die wohnt da alleine, ja, und predigt da noch in der Kirche und macht hier, was weiß ich was. Weißt du, aber ich habe Wie gelernt, nicht findest du, auf die dass die Menschen zu katholische schauen. Kirche sich Menschen hat verbrennen lassen und so weiter? Findest du, Bitte? dass die katholische Kirche über Jahrhunderte Menschen hat exekutieren und foltern lassen? Ist das richtig nach dem Neuen Testament, was der Herr Jesus uns beigebracht hat? Also er hat doch gesagt, wir sollten die Regierung machen lassen, ja, und für sie beten. Ja, aber Und die wenn die katholische Kirche Kirche ist ja nicht die Regierung. damals schon, ich glaube damals, sonst hätte die ja nicht mitreden können, ne? Nee, Sonst hätte die Regierung was machen in Römer können. 13 sagt das Wort Gottes, was du ja schon gelesen hast. Du kennst ja die Bibel sehr gut, du hast es da bestimmt schon gelesen. In Römer 13 sagt der Herr, also der Heilige Geist durch den Apostel Paulus zu uns Wiedergeborene, dass wir uns jeder Obrigkeit unterordnen sollen und nicht Obrigkeit werden. Ja, Aber du kennst ja diese Stellen. wir die Einfachen, aber Gott hat Wir auch die seine Einfachen, Kirche die gemacht Schwierigen unter und uns den nicht, Priester. die Gott, weißt sollen. du, nein, da musst du doch ein bisschen unterscheiden. Sei doch nicht so, argumentier doch nicht wie Muslime. Ein Vers nennen, verstehst du, und Aber das den reicht doch Kontext ein komplett Vers auch. ignorieren. Manchmal reicht ein Aber Vers. ich bitte dich, der hat doch Priester gemacht. Ja, was wird denn in der Bibel mit Priester gemeint? Ja, weißt Also du, könnte ich auch so wir sollen sagen. Menschen exekutieren, wir sollen Menschen hinrichten. Was sagst du über die, nein, natürlich nicht, aber was sagst du über Ja, die die ist Kreuz, sehr gut. Dann Kreuzritter? Was sagst du, sagst du die über, katholische Kirche ist falsch. Du hast gesagt, nein, das ist nicht richtig, sehr das gut. sind Fake Und News. damit hast du gesagt, die katholische Kirche ist falsch. Sehr gut. Sehr gut. Siehst du, Das, du also, gibst dir selber das, was Antwort. über, ganz kurz, das, was über die katholische Kirche gehetzt wird, ja, das sind für mich Fake Aber das News ist und auch gelogen. Verschwörungstheorie. Das ist auch gelogen. Verschwörungstheorie. Was? Das ist auch gelogen, dass die katholische Kirche eben Menschen umgebracht hat. Ich sag mal so, es waren Das ist auch Menschen, nicht, Verschwörungstheorie damals. es waren Menschen, nicht die katholische Im Facebook Kirche. im 13. Jahrhundert und so verbreitet als Es waren Verschwörung. Menschen. Es waren Menschen, die Fehler begehen. Das sagst du auch immer wieder. Das waren die Menschen, die das gemacht haben. Heute machen die das ja nicht mehr. Ne? Und es gab ja auch die Kreuzzüge. Ne? Und ich Ja. denke, die Kreuzzüge würdest du jetzt auch gut reden. Und würdest, glaube Nein, ich, auch im würde Gebet. ich niemals gut Nein? reden. Das sind Mörder. Wie? Ja, die haben gesündigt. Aber du bist doch schon ein halber Kreuzritter. Und Ne, dann bin ich sagst du die nicht. Kreuz. Ich Was? bin kein Halber, ich bin auch nicht ein Viertelkreuzritter. Aber der Army ist auf jeden Fall schon fast auf TikTok ein Kreuzritter geworden. Nein, Armee ist Ja. friedlich und Oh verkündet das Mann. Evangelium friedlich. Er nimmt kein Schwert in die Hand und zieht aus sich nicht so eine Rüstung an Aber zum Kampf gegen Menschen. Die Zunge kann Ja, schlimmer wir sollen als das das Schwert Evangelium ja sein. verkünden. Wir sollen ja Schärfer. Ja, Frieden. genau. Schärfer als das Schwert sein. Verstehst du, manchmal, Genau. früher habe ich mir von meinem Vater gewünscht, ey, gib mir doch eine Ohrfeige oder einen Box, ne? Aber rede bitte nicht so auf mich ein. Weißt du, weil manchmal hat er so, moralisch so Predigt gehalten, ne? Und das ging sehr, sehr lange, ne? Und da habe ich mir gewünscht, ey, gib mir doch eine, aber bitte quäl mich jetzt nicht so. Weißt du? Und ja, die Zunge ist auch sehr, sehr gefährlich. Oder das, was ich sage, die Worte sind,
Und die Sprache ist sehr, sehr gefährlich, also gefährlicher als das Schwert oder schärfer als jede Aber gut, du Klinge. sagst, die katholische Kirche, die Menschen umgebracht hat, das ist auf jeden Fall falsch. Das ist Die hat Lüge. keine Menschen umgebracht, Aber ja? jetzt auf Die einmal doch wieder Menschen, keine umgebracht. nein, die kamen ja auf die zu und sie haben sich halt verteidigt. Als die Weißt katholische Kirche hier in Europa geherrscht hat. Die haben ja Menschen hinrichten lassen, lebendig verbrennen lassen und so weiter. Zum Die Leichen Beispiel mussten ja haben die irgendwo auch hin. Leute, die gesagt haben, die Babytaufe ist nicht biblisch. Dann haben die denjenigen verfolgen lassen Nein, und das stimmt töten nicht. Das lassen. ist Fake News. Das Doch, ist nein, Verschwörungstheorie. nein, Das ist nein, 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 Verschwörungstheorie. nein, nein. Da Nein, darfst du nein, nicht so nein. viel, Reza, da darfst du nicht so Alles viel wurde als interpretieren, Häresie, weißt was als Häresie bezeichnet wurde, da kam die Inquisition. du? Reza. Und wenn du dann dabei geblieben bist bei deiner Meinung, dann wurdest du hingerichtet. Reza, wer ist dein Priester? Wir alle, Woher jeder Wiedergeborene. hast du. Woher hast du dein Verständnis, dein biblisches oder göttliches Verständnis, so wie du Von der es hast? Bibel. Woher hast du das? Mein Von der biblisches Bibel. Verständnis habe Du ich von der hast, Bibel. ja, du hast alles nur von der Bibel. Weist du nicht Leute ständig auf irgendjemanden hin, wie Werner Gitt, Roger Libby oder keine Ahnung was nicht alles? Weist du nicht Leute auf irgendjemanden hin? Also hast du nicht dein Wissen auch von ihnen und hast du Wir nicht lernen vielleicht alle dein Wissen? voneinander. Wir lernen von der Bibel. Wenn jemand Also hast du predigt, dein da kann man Bibel, auch was ja. lernen. Ja, wir lernen alle voneinander. Ja. Also hast du dein Wissen nicht nur aus Bibel. Man kann sein Wissen nicht nur aus der Bibel haben. Man kann auch nicht alle Antworten aus der Bibel haben. Ja, wie zum Beispiel mit der, ja, allein das, verstehst du so, wenn ich schon mitkriege, dass die katholische Kirche halt an vielem, was die Bibel angeht, beteiligt war, ja, und da war halt so, wie Bibel es sagt, der Heilige Geist, ja, ich vertraue Gott, wenn er sagt, ich habe Menschen dafür ausgerufen und, ne, und die haben das Ganze dann gemacht. Ich vertraue auf Gott. Ich vertraue dann auch auf die Menschen, weil ich glaube auch an den Heiligen Geist. Verstehst du? Und lehne ihn nicht so ab. Verstehst du? Ja, was heißt das jetzt im Klartext? Worüber wollen wir Was reden? bedeutet das? Du sagst, du lehnst den Heiligen Geist nicht so ab. Nee, ich lehne ihn gar nicht ab. Ja. Ja, und du siehst eben, dass die katholische Kirche, zum Beispiel auch der Luther, der ein Katholik war, gesagt hat, dass Leute, die lehren, dass man Babys nicht taufen soll, dass sie eben ermordet werden sollten. Und die katholische Lass Kirche hat uns, das auch Reza, gemacht. Ne, da hat er befohlen. Reza, lass uns mehr auf Gott vertrauen. Lass uns doch mehr auf Gott Und dann vertrauen haben und nicht die, auf hat die dieses katholische Menschen. Kirche die Wiedertäufer damals verfolgen und töten lassen. Ja, so vertrauen wir Gott nicht. So vertrauen wir mehr auf Medien, mehr auf das, was Leute sagen, und das Du ist vertraust ja falsch. gar nicht auf die Bibel. Ich habe dir 1000 Bibelverse gezeigt und du vertraust das ja gar nicht. Echt? Das geht dir nur an Doch, mir ich vorbei. vertraue auf Bibel, aber ich vertraue nicht auf alle Gelehrten oder auf jeder, der irgendwas Ich sagt. habe gar nichts Verstehst gelernt. Ich habe dir nur die du? Verse gezeigt. Zum Beispiel, dass Ja. jemand, der betet, etwas auf seinen Kopf trägt, dass er sein Ich Haupt hätte dich wendet. gef. Ich habe nur Ich hätte. vorgelesen, aber Ja, das ich war hätte dir dich. egal beim Ja. Papst. Ja, aber ich, weißt du, ich muss das auch hinterfragen, weil Jesus mich Ja. vor dir halt auch warnt oder vor deine Lehren. Verstehst du? Es werden Ich habe viele keine falsche Lehre, ich habe dir Propheten kommen. nur nein, ich habe nur Verse vorgelesen, ich habe nicht gelehrt. Ich habe gesagt, in 1. Korinther, Kapitel so und so steht das, so und so und so. Und du hast, das war dir vollkommen egal, das ist alles an dir vorbeigegangen. Du hast nicht sofort nachgeschlagen. Oh, das muss Ja, ich prüfen. Ja, der du Papst bist hat aber was auf nicht. seinem Kopf, der betet, der hat was auf seinem Kopf. Und das Wort Gottes sagt, dass wenn jemand das tut, dass er sein Haupt schändet, dann muss ich sofort prüfen. Aber Aber das ist dir egal. woher? Ja, Das ist dir egal, nein. weil Wie du jetzt? möchtest Menschen um dich herum haben, eine Party veranstalten, mit Tee trinken. Das ist dir wichtig, nicht das Wort Gottes, was es von dir verlangt. Ja, mir ist Du auch möchtest wichtig. Kerzen anzünden und dass diese Kerze so romantisch im Wind da so, das, ne? Ja, Ja, das Romantik ist dir muss auch wichtig. sein. Das ist eigentlich Reza, dein Gott. Frauen lieben auch Romantik und Ja, aber du bist wir keine sollten Frau. auch. Ja, wir stehen aber auf Frauen und Frauen sind Ja, nun mal aber du schön sollst ja und. nicht solche Sachen machen mit Kerze. Wenn du mit Kerze zu einer Frau gehst, so draußen, dann wird die dich auslachen. Sagen, wo ist deine Männlichkeit? Das ist doch nicht männlich. Bisschen.
Weiblichkeit darf ein Mann auch haben, aber man soll Mann bleiben. Ja. Man soll nicht immer alles auf die Waage legen. Kennst du Offenbarung Kapitel 17 und Vers, Kapitel 17 und 18, Warum Offenbarung? fällt es dir so leicht, über die Bibel zu sprechen, verstehe ich nicht. Über die Bibel so zu lehren. Weil Weil ich deswegen das sage Wort ich dir, Gottes ich muss liebe. das ja auch prüfen. Resa, ich muss das prüfen, weil Ja, ich du habe hast dir, bis jetzt nichts du hast schon aufgeschrieben. in paar Sachen lagst du schon falsch. Dann kann Ich ich dir weiß nicht nicht. mehr Und zwar vertrauen. Tut was? mir leid. In was lag ich falsch? Sag mir Vers und den Inhalt und wo ich falsch lag. Habe ich schon gesagt. Welche Erstens Vers in habe ich das, falsch gesagt? erst, also, so wie ihr mit Leuten umgeht, so wie du mit Katholiken umgeht, so umgehst, so wie du mit In welchem katholischer Vers Kirche. stand da? Wo habe ich über einen Vers geredet, über wie ich mit den Katholiken umgehe? Wo habe ich überhaupt über das Thema? Du hast alle verteufelt, du hast alle zum Teufel gemacht und das ist nicht gut. Und auch dieser Selbstmord nach Wiedergeboren, dass man sich Selbstmord begehen kann und auch töten kann, diese Sünden werden dir auch vergeben. Das ist nicht von Gott, das ist nicht von Jesus. Da müssen wir vorsichtig sein. Okay, das heißt, welche Sünden sind vergeben? Alle, die du getan hast, während deiner Buße, wenn du Außer Buße tust, Selbstmord und und Mord. Diese zwei Sachen, du Selbstmord und kannst, Mord, dafür hat der Herr Jesus Reza, nicht also ich habe bezahlt das ja am immer Kreuz. so verstanden. Ich habe von den Freiprotestanten oder von diesen Predigern habe ich das immer so verstanden, ja? Tu Buße und damit dir all deine Sünden vergeben werden, ja? Ja. Werde neugeboren sozusagen, verstehst du? Für all Ja. deine Sünden. Und wenn du Ja. neugeboren bist, sollst du eigentlich den Heiligen Geist kriegen, ja? Und dann kannst du nicht mehr diese große, so wie Selbstmord, das kommt noch nicht mal ins Gedanke, verstehst du so? Oder Morden, das kannst du Das als stimmt nicht. Neugeborener, kannst du nicht Apostel mehr Paulus machen, hatte Selbstmordgedanken, aber weil du Gott kennst in ja dir diese ist. Stellen, weil du ja die Bibel Gott ist gelesen in hast. dir. Ganz kurz, Apostel Heiliger Geist Paulus wollte instilliert. Welcher Selbstmord Geist? tun. Welcher Apostel Gott tut Paulus Selbstmord? wollte sich sogar zeitweise umbringen, weil dir das Leben so schwer war für ihn zum Teil, die Verfolgung, dass er meinte, ich wünschte, ich wäre tot jetzt. Es ist besser, wenn ich jetzt tot wäre, um beim Herrn zu sein, aber besser ist es jetzt bei euch zu bleiben im Fleisch, um euch zu dienen. Aber er hatte Todessehnsucht. Ja. Also Selbstmordgedanken, Todessehnsucht. Ich bin, wie, also, weil jemand gerade was geschrieben hat, ich bin hier Ja. nicht für Spaltung, sondern eher, ich bin froh, Ein dass ich mit dir Wiedergeborener kann reden. so dermaßen unter Bitte? Druck geraten, ein Wiedergeborener kann so Ja. dermaßen unter Druck geraten, dass er sogar in seinem Gedanken mal mit Selbstmord spielen könnte. Am liebsten würde ich mich umbringen. Dass er das nicht tut, weil eben der sich Ein doch kontrolliert. Neugeborener, Reza, ein Ja. Neugeborener, verstehst du? Ein Neugeborener Ja. sagt ja, der hat Geist Gottes in sich. Ein Geist Gottes. Welcher Geist Gottes will Selbstmord machen oder will jemanden umbringen oder Der will Geist ständig Gottes will sündigen? nicht Das Selbstmord machen, aber das ist Fleisch ist unlogisch. schwach. Das ist nicht. Der Ja, Geist. aber. Sag mir so, Paul.